Mal. Am Telefon. Morgen. Guten Morgen, hallo. Ich verstehe Sie ganz schlecht. Hören Sie mich gut? Ich Herr kann Breitler? Sie hören, ja. Perfekt, alles klar. Es geht mir heute um die individuellen Gesundheitsleistungen, die nicht von der gesetzlichen Krankenkasse übernommen werden. Sie haben ja bestimmt schon mitbekommen, dass die Krankenkassen seit der Pandemie stark am Kürzen sind, weil die auch sehr hohe Ausgaben hatten. Ja, wird immer teurer, ne? Jetzt ja auch. Ja, teurer, richtig. Ne? Genau, deshalb geht es mir um die zusätzlichen Vorsorgeversicherungen. Und hier bekommen Sie bis zu 500 Euro Leistung zurückerstattet, die die Krankenkassen nicht übernehmen, Herr Breitner. Das ist doch gut, ne? Die machen ja auch bestimmt die Standardvorsorgeuntersuchung bei Ihren Ärzten, oder? Bitte? Sie machen ja auch bestimmt die Standardvorsorgeuntersuchung bei Ihren Ärzten, oder? Nee, da haben Sie was falsch verstanden. Ich bin kein Arzt, ich bin im Ruhestand. Nein, ich habe nur gefragt, ob Sie auch bei Ihren Ärzten die Standardvorsorgeuntersuchungen machen. Nicht, dass Sie ein Arzt sind. Ach so, ja, morgen bin ich wieder da, ne? Morgen sind Sie wieder da. Soll ich Sie morgen noch mal anrufen? Nein, morgen bin ich beim Arzt. Okay, ja, machen Sie, dann wissen Sie ja, dass die Vorsorgeuntersuchungen teilweise nur noch bis zu 50% übernommen werden und dass auf Sie immer höhere Kosten zukommen, Herr Breitsamer. Schreckliche Sache. Ja, deswegen rufe ich an, wegen einer Zusatzversicherung. Gut. Tragen Sie eine Brille oder ein Hörgerät, Herr Breitsamer? Wie bitte? Tragen Sie eine Brille oder auch ein Hörgerät? Jetzt gerade nicht. Nee, okay, gut, aber ansonsten tragen Sie ein Hörgerät, ja? Ja. Okay, dann. Ich kann es nur nicht finden. Sie können das nicht finden, soll ich Sie später nochmal anrufen? Nee, alles gut. Okay, also diese ganzen Leistungen bei uns kosten lediglich 17,45 Euro, Herr Breitsamer. Und Sie werden für alle Vorsorgeuntersuchungen zu 100% abgesichert. Da können Sie bis zu 200 Euro im ersten und im zweiten Jahr 500 Euro zurückerstatten lassen. Das ist gut? Das ist sehr gut, ja. Da sparen Sie quasi nur und sind abgesichert und müssen sich keinen Kopf mehr oder keine Gedanken machen, dass Sie irgendwelche Kosten noch auf Sie zukommen. Geht das denn dann auch schneller mit den Terminen? Dann geht es auch schneller mit den Terminen, richtig. Ja, da haben Sie keine Wartezeiten und nichts. Das ist gut, weil ich habe jetzt erst wir haben jetzt ja November, ich habe erst im März einen Termin beim Hautarzt bekommen, ne? Okay, Sie können auch den Vertrag abschließen und wäre ab Dezember dann gültig. Und dann können Sie auch ab Dezember Ihre Leistung zurückerstatten lassen. Dann kann ich direkt dahin gehen im Dezember? Ja, Sie können, ja genau, richtig. Können Sie machen, ja. Das ist ja großartig, da spare ich ja 4 Monate Lebenszeit. Ja, genau. Ja, ja. Auf jeden Fall haben Sie da keine Wartezeit und nichts. Weil ich habe jetzt ja im Prinzip, da kann man sich ja so einen Abstrich bestellen, um selber zu testen. Ja. Das sind ja im Prinzip purpurrote Ziegenpocken im Endstadium, was da fest... Also ja. Zumindest schlägt der Test, es juckt halt, ne? Ja. Ich kann halt nicht zum Arzt, ne? Ich war auch schon in der Notaufnahme, aber die haben halt gesagt, ich muss zum Hautarzt. Okay. Jetzt muss ich aber 4 Monate warten und versuche das jetzt im Prinzip mit Eigenurintherapie. Ja. Ja, und mal gucken, ob das hilft, ne? Also es ist zweimal auf jeden Fall einreiben. Die hätten dann keine Wartezeiten. Ja, das ist ja großartig. Keine Wartezeiten und keine Ablehnung aus medizinischen Gründen. Die müssen mich dann direkt dran nehmen, ja? Genau, richtig, Herr Breitsamer. Das ist ja klasse. Genau. Sind Sie so gut gestellt mit dem Doktor, dass der das dann direkt macht? Ja, also, ja, da sind Sie ja zusatzversichert, ne? Da sind Sie extra abgesichert und haben keine Wartezeiten. Ach, dann kriegt der Arzt bestimmt auch mehr Geld, ne? Genau, ja, richtig. Das ist ja eine Sauerei, dass die das so machen, ne? Ja, genau. Ja. Deshalb ist die Zusatzversicherung ziemlich praktisch. Sie sparen Wartezeiten, Sie sparen später... Bitte? Okay. Ich habe es gerade nicht verstanden. Was haben Sie zuletzt gesagt? Ein Moment. Haben Sie vielleicht eine E-Mail-Adresse, Herr Breitsamer? Bitte? Haben Sie eine E-Mail-Adresse? Ja. Darf ich die einmal haben, bitte? Da kann ich Ihnen alles einmal zuschicken. Na, ich unterhalte mich ja lieber mit Leuten, weil ich kann nicht mehr so gut lesen, ne? Okay, alles klar. Also haben Sie Interesse, einen Vertrag abzuschließen? Dann könnten wir die Aufnahme starten.
Können wir was machen? Da könnten wir die Aufnahme starten, weil ich das einmal, ich muss das alles einmal aufnehmen, eine Tonbandaufnahme. Ein Tonband? Sowas haben Sie noch im Jahr 2024? Ja, ist auch was. Dann brauche ich ja bestimmt meine Richtig. Krankenkassenkarte, ne? Die müsste ich dann holen eben. Bitte? Ja, ich bin gefunden. Hallo? Ich kann Sie hören. Ja. Sind der Herbert Reitz aber richtig? Am Telefon immer noch. Ja, sind geboren am 1.12. Warte, Wie bitte? 1.12.1953. Nochmal, was war die Frage? Sind geboren am 1.12.1953. Ganz genau. Woher wissen Sie das Deutsche denn? Staatsangehörigkeit. Woher haben Sie da denn mein Geburtsdatum? Das habe ich vor PC hier. Ja, aber wo kommt das her bei Ihnen? Das Das kann ich Ihnen leider nicht sagen, Herr steht ja Breitbauer, wo nicht das im herkommt. Telefonbuch, ne? Das weiß ich nicht, wo das herkommt. Ach so. Die haben sich im Internet wahrscheinlich angemeldet für eine Zusatzversicherung. Ach so. Zahnzusatz. Weiß ich nicht. Haftpflicht. Ach, ist das auch für die Zähne, was Sie da haben? Nein, wir machen nichts für die Zähne, aber haben sich bestimmt angemeldet und deswegen rufen wir sie an. Sie hören sich erkältet an. Ist alles in Ordnung Nein, bei ich bin Ihnen? nicht erkältet. Ich bin nicht erkältet, Herr Breitsauer. Ach so. Polypen? Bitte? Haben Sie Polypen? Ich habe keine Polypen, nein. Ja, sonst hätte ich gesagt, müssen Sie auch mal zum Arzt. Ne? Da gibt es ja bestimmt auch ohne die Wartezeit geht das Hallo, Herr erst schnell. Breitner. Hallo, Herr Breitner, ich grüße Sie herzlich. Bin ich wenig schön fähig? Hallo? So, und zwar so. Einen Moment, ich höre Sie sehr schlecht. Einen Moment, bitte. Was haben Sie gesagt, junger Mann? Ich habe Sie jetzt nicht verstanden. Ich bin kein Mann, Herr Breitsamer. Ich bin eine Dame. Ich heiße Jenny Schönfeld. Ich habe es jetzt übernommen von der Och, Kollegin natürlich. dann. So, und zwar, Herr Breitsamer, das ist ja eine zusätzliche Vorsorgeversicherung für die Entschuldigung. individuellen Leistungen, ja? Entschuldigung, können Sie ein So. bisschen langsamer sprechen? Ich höre nicht mehr so gut. Ja, gerne. Dankeschön. Ich hocke ja schon. So, Herr Breitsamer, ich mache hier kurz noch einen Datenabgleich, ja? Was Sie bedeutet heißen das? Herbert. Sie heißen Herbert Breitsamer, Ah, genau. geboren am 1.12.1953, Ganz genau. Staatsangehörigkeit Deutsch. Und Französisch. Okay. Ist ja ein französischer Name, ne? Okay, also Deutsch und Französisch, ja? Ja, genau. Okay, also wir haben War zwei ja damals Staatsbürgerschaften. bei, genau, ich war ja damals bei der französischen Legion und habe da im Prinzip auch immer noch die diplomatische Immunität, ne, wie der Okay, Karl-Heinz und auch, ne? was für ein Pass haben Sie? Bitte? Was für ein Pass haben Sie denn? Passport, ja, Deutschland. Dann nicht Französisch, Ja, den dann ist habe es ich ja Deutsch. auch, aber es ist ja, sagen wir mal, die native Staatsbürgerschaft aufgrund der Herkunft mütterlicherseits, die ist ja deutsch, ne? Aber nach französischem Staatsrecht ist das so, wenn ein Elternteil französisch ist, dann hat man das automatisch auch. Macht das Sinn? Okay. So, dann sind Sie noch in der Adresse Türkenweg 2210 Baden-Baden. Entschuldigung, was war die Frage? Ihre Adresse. Ja? Türkenweg 2210 Baden-Baden 76534. Türkenweg? Nee, da habe ich nie gewohnt. Wo kommt das denn her bei Ihnen? Ich habe mich auch schon gewundert, dass der Kollege da mein Geburtsdatum hat. Herr Breitsamer, ist es so, es kann sein, dass Sie sich im Internet registriert haben oder für eine Beratung sich nochmal eingetragen haben. Es kann sein für eine Haftpflichtversicherung für Tiere, für die Zähne, ja? Also ist das auch für die Zähne, ja? Nein, das ist nicht für die Zähne, aber wir haben natürlich für die Zähne auch eine Versicherung. Wenn Sie das auch später haben möchten, kann ich Sie da auch gerne nochmal Das weiterleiten, ist ja ja? klasse. Das ist ja so rundum sorglos, Verpackung da. Genau, Herr Breitsamer, aber hier bei der zusätzlichen Versicherung sind die Zähne nicht dabei, dass Ach Sie da so. Bescheid wissen. Ja? Ja. Habe ich So. verstanden. Weil der Okay, Kollege, der also die sagte ja Adresse. dann, ich muss ja dann beim Arzt auch nicht mehr warten, ne?
Nein, das hat mit dem Arzt beim Warten nichts zu tun. Es ist so, diese zusätzliche Versicherung, ja? Ja. Es ist so, dass nach dem Vertragsbeginn haben Sie keine Wartezeiten für die Leistungen, nicht für den Arzt. Na, das also hat bei der dem Kollege Arzt müssen Sie trotzdem warten. Erzählt. Der Kollege hat sich dann vertan, Herr Breitsamer, Entschuldigung, ja? Weil ich habe ja gesagt, ich habe ja, sagen wir mal, einen Ausschlag, ne, und habe erst im März einen Termin beim Hautarzt bekommen. Und er sagt, wenn ich das bei Ihnen mache, dann muss ich nicht mehr warten. Weil ich dann privat versichert bin. Sind Sie privat versichert? Ja, bei Ihnen dann ja. Ja, aber es ist ja nur was Zusätzliches. Sie sind ja nicht komplett privat, Herr Breitsamer. Und die Ach Versicherung so. Ist ja auch nicht... Genau, es ist ja eine zusätzliche Versicherung. Sie bleiben ja bei Ihrer Krankenkasse. Da wird sich ja nichts ändern. Ja, das ja? ist schlecht. Ich habe das ist nur was Zusätzliches. Ja. Und es ist so... dass Sie für die Leistungen keine Wartezeiten haben. Das heißt, Sie dürfen sich sofort eine Brille kaufen oder wenn Sie beim Arzt sind, die Vorsorgeuntersuchungen machen lassen, ja. dass Sie diese Leistungen bekommen. Also bei dem Arzt müssen Sie wie davor auch warten, Herr Breitsamer. So, Herr Breitsamer, haben Sie auch eine E-Mail-Adresse? Bitte? Haben Sie eine E-Mail-Adresse? Natürlich. Geht ja gar nicht mehr heute ohne. Wie bitte? Bitte? Ich sage, ohne geht's ja gar nicht mehr heute. Okay, dann hören wir Ihnen nochmal zu, Herr Breitsamer, und würden uns das dann hier auch nochmal notieren mit der E-Mail. Was war die Frage, bitte? Die E-Mail-Adresse, Herr Breitsamer. Ja, da dürfen Sie das... Können Sie mir die bitte einmal sagen? Ach so, ja, das ist ja... ja bitte? Können Sie mir die E-Mail-Adresse nochmal sagen, Herr Breitsamer, bitte? Soll ich das buchstabieren? Ja, Sie können es gerne buchstabieren. Ja, das ist Bertha Ida. Bertha Ida. Theodor Theodor. Theodor Kaufmann. Emil Kaufmann. Emil Ida. Kaufmann. Ivi Ida. Nee, ja. Jetzt sind wir, glaube ich, durcheinander. Was haben Sie jetzt bisher aufgeschrieben? Kaufmann Ida. Nein, Kaufmann Emil Ida. Ja. Nordpol Emil. Ja. Wilhelm Emil. Ja. Richard Bertram. Ja. Unge Nordpol Gustav. Ja. 2024. Ja. At gmail.com. Okay. Die E-Mail-Adresse, bitte keine Werbung, ist wohl doch nicht so gut. Aber hey, immerhin haben wir dem Pack ein bisschen Zeit geklaut. Ist aber auch ein Schwein, dass der dir erzählt, da wartet der alte kranke Mann auf Arzttermine, was ja heute wirklich ein Problem ist in unserer fortschrittlichen Gesellschaft, dass du nicht mehr auf den Arzt warten musst, kannst direkt hingehen. Was ein Pack.